Träumen ist sehr wichtig, dass man Träume hat und weiß, in was für eine Richtung der Zug fahren sollte oder ob man überhaupt im richtigen Zug sitzt. Als Kind wollte ich eigentlich immer Zuckerbäcker oder Zirkusdirektor werden. Aber ich glaube, dass ich jetzt gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Die Architektur ist für mich jetzt nicht eine Arbeit, für mich ist es ein Hobby. Architektur fasziniert mich jenseits des physischen Objektes. Einmal diese soziale Komponente. Also man baut für Menschen, die bewegen sich in einem Raum, den man als Architekt sozusagen vorgibt. Es gibt dann so viele Geschichten auch, die dann zu diesem physischen Objekt führen, aber die dann ständig wieder komplett verschieden zueinander sind. Und das ist eigentlich das, was es spannend macht. Am Anfang wird bei uns ein Bauplatz erforscht und dann starten wir im Grunde genommen mit einem Research. Was gibt es für spezielle kulturelle Hintergründe? Was sind typische Materialien, die wir irgendwo aufnehmen können im Projekt? Und aus diesen Parametern probieren wir dann im Grunde genommen etwas Neues zu schaffen. Aber ich glaube, man kann generell nur Neues schaffen, wenn man Altes auch versteht. In Oberholz zum Beispiel starten wir eigentlich von einem Satteldach, das dann aber eine völlig neue Interpretation der klassischen Hütte darstellt. Die Grundidee war eine Art fallender Baumstamm, der aus dem Gelände herauswächst mit diesen Verästelungen. Und jeweils am Ende von diesen Verästelungen befindet sich ein Schaufenster, das diese Natur einfängt. Diese Rippenstruktur ist nicht irgendwie Ästhetik, sondern es ist effektiv die tragende Struktur der Hütte. Und hier sieht man diesen Sichtbetonteil, der ganz klar nochmals die Funktionen öffentlich und Service trennt. Also bis auf diese Einbuchtung, also hier gibt es nochmals eine Stube, die eher an die klassische Stube erinnert und diese dann zeitgenössisch interpretiert. Die meisten Ideen entstehen nicht hier im Büro. Die Ideen, die kommen, wenn man irgendwo in einer Bar sitzt oder irgendwo an einem See oder irgendwo im Gebirge. Also da kommen eigentlich diese Momente, wo dann irgendwo meistens diese Flashes so irgendwo kommen, wo man dann sagt, ja, das könnte eine gute Idee sein für das Projekt. Also das wäre ein Anhaltspunkt. Hi, Peter, how are you? Good. How are you doing? Good. So, Peter, just wanted to... Das Projekt in Abu Dhabi ist eigentlich entstanden von einem Umbau in Apulien. Dort gibt es bei den alten Villen einen Einfluss von Elementen, die im arabischen Raum vorkommen. Und wir haben das eigentlich aufgegriffen und dann in dieser Villa ein bisschen neu interpretiert. Und im Grunde genommen hat der Bauherr dieses Gebäude oder ein einziges Foto davon im Internet gefunden. Er hat mir dann eine E-Mail geschrieben, ob Interesse vorliegt für ihn und seine Söhne eine Villa in Abu Dhabi zu bauen. Am Anfang, ja, ich dachte, das war so eine Spam-E-Mail. Aber zwei Wochen später waren wir dann in Abu Dhabi. Unser Ansatz ist, dem Bauherrn einen kulturellen Mehrwert zu geben. Am Anfang geht es natürlich immer um Zahlen. Zahlen sind aber relativ. Wenn man einen Bauherrn davon überzeugen kann, Architektur zu machen, die langlebig ist und die auch ein gewisses Klientel anzieht, holt man sich dieses Budget dann wieder rein. Und ich denke, dass genau das auch generell im Tourismus die Zukunft ist. Auch die Miro Houses sind zwei kleine Units außerhalb von Bozen, die sich im Grunde genommen nur durch die Architektur verkaufen. Der Entwurf basiert eigentlich auf der Vorgabe des Bauherrn, dass er die Gebäude eigentlich gar nicht sehen wollte, weil sie sozusagen im eigenen Garten stehen. Architektonisch war es uns sehr wichtig, dass wir nicht mit dieser bestehenden Substanz des Bauernhauses in Konkurrenz treten, sondern wir wollten eigentlich fast ein Kunstwerk im Garten. Das dann aber sich durch diese graduelle Öffnung, dieser Einschnitt in dieser Aluminiumhaut, in dieser Aluminiumfassade
sich komplett öffnet und gleichzeitig eben diese leichte Erhöhung des gesamten Objektes, dass dieser Schwebeeffekt erzielt wird und man gleichzeitig auch eine bessere Aussicht in die Landschaft hat. Wir sind eigentlich ein Start-up, wenn man so will. Wir haben jetzt vor 1,5 Jahren hier begonnen. Jeder hat seine Ideen, jeder kann sich einbringen. Ich glaube auch, dass gute Architektur eigentlich im Team entsteht. Ziel ist es sicher, größere Projekte zu machen, aber ich glaube, das entwickelt sich einfach. Das kann man, glaube ich, nicht planen. Aber man hat es im Kopf.